Herr Kevitz nicht unterwegs eben. Servus, 1,4 TSI Scirocco. Was haben wir an Leistung? 122 PS Serie und 200 Newtonmeter Serie. Genau, Nico hat es schon gesagt. Genau, jetzt der kriegt von uns eine individuelle Kennfeldanpassung. Und damit sind ungefähr 40 PS möglich und 70 Newtonmeter. Also deutliche Mehrleistung, die auch spürbar ist. Richtig. Weil, sag mal, serienmäßig, er läuft gut, aber die Trägheit spürt man auf jeden Fall. Oder was sagst du? Ist so, ja, definitiv. Wir machen nachher nochmal ein Tacho-Video, würde ich sagen. Das fügen wir euch noch rein. Wir machen jetzt gerade mal eine kleine Probefahrt, so eine kleine Eingangsmessung. Mal gucken, wie verhält er sich, wie fährt er. Wie Nico schon gesagt hat, es ist so, er läuft gut, aber man merkt einfach, da fehlt noch ein bisschen was. Und der Motor kann deutlich mehr. Ne? Genau. Ja, jetzt würde ich sagen, wir fahren noch ein paar Kilometer, fahren wir unten rechts. Da gibt es eine relativ lange Gerade, wo man gut testen kann. Unsere private Teststrecke. Ja, genau. Die sollten wir mal absperren, extra für uns. Und da wollen wir versuchen, euch noch ein kleines Tacho-Video zu machen, weil wir ist Serie. Und natürlich noch, wie üblich, wie ihr es kennt, ein Thema Soundfile. Es ist natürlich so, es ist an der Hardware nichts gemacht. Das heißt, erwartet nicht zu viel. Es wird vielleicht noch ein Step 2 geben. Ja, definitiv. Step 2 wird kommen, früher oder später. Genau, aber wie schon gesagt, da halten wir euch auf dem Laufenden. Hier geht es jetzt rein nur um die Kennfeldanpassung. Und wenn irgendwas kommt bezüglich Hardware, dann werden wir euch da auf dem Laufenden halten. Jetzt würde ich sagen, wir fahren noch ein paar Kilometer und lassen euch gleich noch einen Soundfile zukommen. Bis gleich. Ciao. Bis gleich, ciao. Und los geht's. Vollgas. Oh. Schlecht geht du doch nicht für seine 1,4 Liter, ne? Bisschen was fehlt, würde ich sagen, aber... Ich sag mal, gerade den Punkt, wo man nachlegen könnte, wäre ab 4.500, weil da schreit er bloß noch und geht halt nicht mehr voran. Ja, definitiv. Kleiner Eindruck vom Tacho, würde ich sagen. Nächstes folgt dann im Teil 2 nach Softwareanpassung. Das werden wir jetzt vornehmen. Hinten dran hängen wir noch ein Soundvideo, kleine Soundfile. Ja, dann würde ich sagen, bis nachher. Ciao. Bis nachher. Zum Scirocco 1,4 TSI, gell? Genau, TSI. Ja, was soll man groß sagen? Ist eigentlich ein schönes sportliches Auto, aber es fehlt ihm halt ein bisschen Motorleistung. Genau. Ja? Also ein bisschen nachlegen an der Software und dann rennt das Ding nach vorne. Das machen wir jetzt. Und dann würde ich sagen, im Anhang machen wir euch noch ein paar Bilder vom Fahrzeug. Und der Bericht, wie es ausgegangen ist, folgt dann im Teil 2, ne? Richtig, genau. Dann
Spaß beim Video schauen und wir sehen uns im nächsten Video, dann wahrscheinlich wieder mit Nico. Bis dahin, einen schönen Tag euch, bis bald.